In diesem Video werden wir lernen, wie man erzeugt Barcodes und ihre Protokolle für die zukünftige Verwendung zu speichern. Die RPU Barcode Software, Corporate Edition, Software verfügt über zwei Modi Entwurf, Barcode Einstellungen und Design Ansicht. Barcode Software bietet maximalen Satz von linearen und 2D Schriften. Wählen Barcode Typ und Schriftart. Geben Sie Barcode Wert. Kopf- und Fußzeilen hinzuzufügen. Können Sie verschiedene Einstellungen wie allgemeine Einstellungen, Schriftart, Farbe und Bildeinstellungen zu ändern. Sie können auch der sichen Barcode durch die Gestaltung Blick geben Label Dimension und wählen Sie Kartentyp. Erstellen Barcode. Wählen Barcode Typ und Schriftart. Geben Sie Barcode Wert. Sie können Kopf- und Fußzeilen hinzuzufügen. Sie Ausrichtung, Größe, Schriftart und Farbe des Barcodes zu ändern. Software bieten Ihnen an, Ihre erstellten Barcode-Protokoll zur späteren Verwendung speichern. Sie können Ihre gespeicherten Protokoll von hier aus zu öffnen. Oder klicken Sie einfach doppelt auf Speichern einloggen. Wenn Sie gespeicherte Barcode ändern möchten, können Sie sie ganz einfach bearbeiten und die Änderungen zu speichern. Und wenn Sie sie drucken möchten, öffnen Sie einfach gespeichert Protokoll und Druckbefehl geben. Klicken Druckoption. Und ändern Sie die Druckeinstellungen nach Ihren Medien und geben Drucktaste. Hier Etiketten drucken und sofort einsatzbereit. Danke.